gesehen. Ja, das war Mio. Ja. Ja. Und dann genau in die falsche Richtung. Ich so, das muss doch jetzt auffallen. Easy. Oh, wie funktioniert denn das hier? Hallo? Ah. Nein! Oh Gott. Das lässt sich ja richtig scheiße steuern. Ach Mann, ey. Endlich Task aus der Hölle einfach. Oh, Füchsin ist tot. Oha. Ja, ich habe ihn unten links in dem in so einem Gang gefunden, aber ich weiß nicht genau, wo ich das Spiel auch zum ersten Mal. Okay. Also unten links. Mhm. Gut. Würde ja, also ich stand auf. Ja. Was hast du da gerade für eine Task gemacht? Das war dieses komische mit der Diskette gewesen. Ja, okay. Gut. Weil, ne, ich wollte dich gerade noch safen. Ich wollte nämlich gerade sagen, wir standen zusammen alleine ja. Im Office und. Das ist da, wo du den Pfeil drücken musst und dann. Ja, genau, richtig. Na, ja. Genau. Mit dem QR-Code. Als wir die Cat gespielt haben. Als wir die Cat gespielt haben, haben Devilish und Bio immer gut zusammengespielt. Wer weiß, ob sie das jetzt auch hier machen. Es ist witzigerweise auch egal, in welchem Spiel, wir sind es meistens auch oft zusammen. Muss ich dazu sagen. Aber das war ein Geständnis, das war ein Geständnis. Votet die. Ja. Wir waren noch nicht zusammen. Schwierig. Genau. Aber Stefan, das Fingerzeigen ist schon sehr spitzig. Genau, das, genau. Sehe ich mich auch so. Ich nämlich gerne, wenn machen. Du Imposter bist. Ja, genau. Obwohl, ich kann auch mal sagen, hier, Lennart war noch nie Imposter. Jetzt könnte er ja mal sein. Ja, je mehr Fingerpointing du betreibst. Ich auch ein bisschen Angst vor Lennart, als der oben das Öl aufgefüllt hat. Deswegen bin ich mich erstmal wieder abgehauen, weil ich dachte, ja, das ist ein bisschen. Votskip. Ja. Also, das war nur von mir jetzt nur Spaß. Also, genau. Ich meine, alles gut. Es ist ja alles noch unklar. Ja, ist klar. Ich mach das auch gerne. Also wenn der gleich stirbt, dann wisst ihr Bescheid. Ja, wenn ich gleich tot bin, dann... Alter. Es war Lennart selber. Selbstmord. Fuck. Ah. Sieb. Na, wenigstens das. Mhm, ist klar. Sind irgendwo da unten. Ah, hier ist eine große Leiche. Nicht. Könnt ihr mich bitte mal finden? Das wäre super. Danke. Ja, ich habe gerade eine Christ tot gefunden. Und zwar waren da auch beide Türen zu. Das müsste ziemlich rechts auf der Karte gewesen sein. Ich habe natürlich vorher mal wieder nicht auf die Map geguckt, um jetzt zu sagen zu können, wo es jetzt genau war. Aber es war auf jeden Fall ziemlich weit oben rechts gewesen, wenn ich mich jetzt nicht irre. Das da beim Labor, beim Medic, da wo die Schleuse ist? Mhm. Also, ja, genau.
Also, aber mir kam jetzt auch keiner entgegen, dass ich jetzt irgendwie sagen kann, der und der war es halt. Bei der Schleuse hatte ich das Problem, ich muss erstmal rausfinden, dass ich die usen muss, damit es überhaupt aufgeht. Ich habe da erst mal noch vorgestanden. Ja. Badgen und Player habe ich auf der rechten Seite gesehen. Unten bei diesem, ja, wo man... Ja, genau, ich stand vor so einer verschlossenen Tür. Da stand ich auch erst vor, da habe ich dich drin gesehen, da wollte ich auch rein. Und ich bin um den Tisch rumgelaufen mit Benjit. Ich war auf der linken Seite und bin hochgelaufen zu dem zu diesem roten, rot blinkenden Pfeil da. Aber ist euch was aufgefallen? Lennart ist auf einmal tot. Ich hab eben noch gesagt, wenn Lennart tot ist, wissen wir Bescheid. Jetzt ist er tot. Das ist Björn. Es ist definitiv Björn. Das hat das schon mal bei Decade abgezogen mit mir. Das die ganze Zeit immer irgendwie jemanden hier gleich reporten, sage ich mal. Also verdächtigen. Aber du bist direkt gleich wieder angesprungen. Guck mal, ich hätte jetzt zum Beispiel Schatzi schon locker killen können. Ja. Ich hätte für mich ist es Vio. Lennart und Devilish stimmt ihm zu. Also dann, die beiden dann sind Fingerpointing. Dann weiß ich safe, dass du es bist, Stefan. Tut mir leid. Aber du springst immer auf irgendwelche Beschuldigungen. Du bist direkt draufgegangen. Also wie gesagt, votet mich raus. Ihr seht, Evil ihr seid falsch. Glaubt mir. Glaubt nicht die beiden. Wer hat denn jetzt, also Vio Dings ist klar, aber wer war der Dritte, der reportet, also der gesagt hat... Das ist doch nicht zu fassen. Dass der mit dem Fingerpointing aber auch so durchkommt, das ist eine Frechheit. Das ist gar nicht mal so gut. Oh nee, der war alleine, ne? Heftig. Okay, Bad Jin und ich waren bei Electric und da war Devilish tot. Und es ist eindeutig Bad Jin. Das weiß ich zu 100%. Ich würde jetzt sagen, du warst es. Ja. Ich wollte nämlich auch gerade reporten, ich konnte aber, ich war nicht so schnell. Ich habe Stefan nur schon im Verdacht. Wer ist denn Stefan? Sag mir doch mal die Farbe! Also, Entschuldigung. Blau. Viudin ist sein Kollege und er geht definitiv immer auf mich, deswegen. Ich muss dazu sagen, du bist mir gerade die ganze Zeit hinterhergelaufen, weil ich gegangen bin und ohne Scheiß, ich habe das Gefühl, du wolltest mich töten, deswegen bin ich die ganze Zeit vor dir weggelaufen. Ich bin hinter dir hergelaufen, um sicher zu gehen, dass du keinen tötest, weil du hast dein Licht ausgeschaltet. Ich wollte dich garantiert wegholen, damit ich nichts mehr sagen kann. Du bist auch nicht zu den Lichtern gegangen. Also, du bist definitiv weggelaufen. Ich bin in der Zeit weggelaufen zu den Lichtern und wollte die fixen. Also Björn sagt, es ist Safe Report, oder was? Ich sage auch Safe Report. Björn und Bajajin sind es. Ich habe dann noch das Problem, dass ich immer noch nicht mit der Steuerung so richtig klarkomme. Das Problem ist halt, dass es Vio und Devil halt ist, ne, ist ja jetzt halt gefallen, weil Devil ist tot. Ich gerade in der Nähe von Medbay. Ich habe Vio den gewählt. Also wenn, tut's mir wirklich leid, Stefan. Modenk, blau. Aber für mich bist du Safe Imposter. Leino, wieso glaubst du mir nie? Da habe ich nur schon mal. Ja, okay, es tut mir leid, das liegt daran, weil ich der Imposter bin. Schafft er! Also wie? Auch nicht! Okay, stimmt, das tut mir wirklich leid. Oh, du hast dich so verdächtig angehört, das tut mir wirklich leid. Ja, du ebenso! Ja, ich fertig macht und wir so, oh, geile Sache heute! Da rennst du mir auch noch hinterher, Alter, wo ich so denke, das kann nicht dein Ernst sein, ey. Ich meine, du warst so durchdacht, ne? Aber es war so. Da wird man so paranoid, ey. Das war ja zu leicht. Also Stefan, dann tut's mir echt leid. Aber ja, mir echt... auch. Du bist letztes Mal bei Decade genauso auf mich gegangen. Und deswegen dachte ich, er versucht's wieder. Mal so eine Frage an die beiden Imposter. Wie ist denn das so, wenn man sich nur zurücklehnen braucht? Ich war mir noch unsicher, wen was dann in die Schuhe schieben. Aber dann dachte ich doch, du bist tot, dann wissen wir ja, wer es war. Aber es hat echt gut funktioniert. Okay.